Und es geht weiter an dieser Stelle, wo wir jetzt hier den Marker bergen sollen. So, jetzt machen wir erstmal mal. Okay, wir haben scheint was Größeres rumzurennen. Mal wieder. Zumindest mehr, habe ich das Gefühl. Ja. Uiuiuiuiui. Ein Haufen Zeug. Na, ich hole den mal noch nicht hoch. Ich mache mich erstmal die Erkundungs. Erkundungsrundgang, ja, Simulation ist immer gut. Ja, Spinte. Immer wieder diese Strahlenmunition. Was ist, wenn ich die Waffe eigentlich ablege? Habe ich dann, finde ich dann nur noch andere Munition oder? Stase Pack. Das ist doch mal gut, das brauche ich bald. Ja, da sind noch zwei. So, mal schauen, was das hier fallen lassen wird. Munition. Ich hatte ja von oben zwei, drei abgeschossen. Großes, also das runde Ding, dann so ein Knallfrosch und dann so ein Babyface-Ding da. Man hört es doch schon, dass hier irgendwas kommt. Die krabbeln schon wieder hier durch die Lüftungsschächte. Ja, also ich höre die schon hier rumschreien, beziehungsweise stöhnen. Na dann. Aktivieren wir mal das Ding. Holen uns den Marker. Cool. Um 782 wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Kinesemodul benötigt. Ah, verdammt! Er sollte doch schlagen! Ah! Keine Munition mehr! Die Waffe, die einzige jetzt ordentliche Waffe hierfür, hat natürlich jetzt keine Munition mehr. Thank you.
ich meine, symboltechnisch hat der cooles, coole Sachen drauf, sterben. Aber ich weiß zwar jetzt nicht, was das bedeutet. Ja. Oh, verdammt! Nein! So, jetzt können wir mit dem Arsch lecken. Nach. Mann. So, was noch? So, jetzt dürfte doch endlich alles platt sein. Hm, ich brauche wieder Munition. Leben auffüllen. Das Speicherpunkt, die Türen waren ja alle zu. Oh no, kann ich da vielleicht was dran ändern? Was dran schrauben? Ich bin ja immerhin hier der ultimative Techniker. Gut, ich kann nichts dran ändern. Ich habe die Stromzufuhr zum Aufzug wiederhergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Oh Gott, ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Ein Spaß. So, große Medipacks haben wir schon viele. So, ich kaufe mir trotzdem lieber Munition. So, es tut mir leid, aber ich brauche mehr Munition als freie Inventarslots jetzt bei meinem Anzug. So, da. Ach ja, Fahrstuhl fahren ist immer noch blöd. Aber das wenigstens Ruhe, also wenigstens Ruhe drin. Zumindest in den Fahrstühlen. Sobald es rausgeht, dann wird es ja wieder ein bisschen nervig. Sind hier schon wieder Toiletten? Sind wir jetzt hier ganz am Anfang wieder angekommen? Oh. Stimmt. Irgendwie kommt mir das richtig bekannt vor hier. Oder? Nein, doch nicht. Ich nehm's zurück. Nee, doch. Doch. Hier waren wir. Das ist der Anfang. Hier schreit schon wieder irgendwas. Oh, schlimm. So. Was ist denn, wenn ich jetzt hier lang gehe? Ey, da sind Kisten und alles. Ach, ist das toll, dass wir jetzt zurück zum Anfang kommen.
können wir nochmal unser kaputtes Shuttle begutachten, was da unten rumliegen dürfte. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Oh ja! Nervig hoch 10. Ein Schubs ist wieder die ganze Munition verballert, die ich jetzt gekauft habe. Toll. Ich renne jetzt mit der Waffe nur noch rum hier. Damit die auch mal ein bisschen Munition verbrauchen. So, dort sind wir lang, aber... Ausgezeichnet. Ich werde jetzt das Shuttle andocken. Ganz vorsichtig, sachte. Traue ich ihm das zu? Kann er das? Ich bringe das Shuttle jetzt runter. Die automatische Verladesteuerung reagiert nicht. Sie müssen die Schwerkraft im Hangar deaktivieren und den Marker manuell unter das Shuttle bringen. Cool. Cool, cool, cool. Da komme ich gar nicht runter. Ich würde so gerne die Kiste holen. Da. Peng? Was ist Peng? Was ist Peng? Ist hier ein Shop oder so? Mal gucken. War hier ein Shop? Ein Speicherpunkt. Na gut, dann gehe ich erstmal speichern noch schnell, weil ich habe Peng gefunden. Das da. Es gibt immer Peng. Toll. Was auch immer. Na los, geh auf, Tür. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Ja, speichern. Kannst aufhören mit Laufen, Isaac. Zack. Zack. So, und dann beende ich die Episode. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Episode. Und jetzt noch einmal. Peng. Ha! Es gibt immer Peng.